Moment mal. Ja, genau. Als mein Vater das zweite Mal heiratete, gab es Miyuki ja schon. Und das heißt, Miyuki und ich sind zwar Geschwister, aber eigentlich auch wieder nicht. Miyuki ist meine Stiefschwester. Ah, jetzt verstehe ich den Brief von meinem Vater. Gehen wir, ich finde den Film auch nicht so besonders. Geht's nur wegen mir? Oder gefällt dir der Film wirklich nicht? Natürlich, Mutter. Ich pass auf. Hallo, hier Wakamatsu. Kann ich bitte Masato sprechen? Natürlich, warum denn nicht? Aber wer möchte ihn denn so gerne sprechen? Oh, entschuldige, ich bin Miyuki Kashima. Ah, Miyuki Kashima. Ja, ich bin eine Klassenkameradin. Ich glaube, Masato schläft schon, aber wenn es wichtig ist, wecke ich ihn. Nein, es ist überhaupt nicht wichtig. Du brauchst ihn nicht zu wecken. Auf Wiedersehen. Wer war denn dran, Miyuki? Jemand hat sich verwählt. Ich werde jetzt auch baden. Du kannst dich doch hier nicht so einfach ausziehen. Warum nicht? Hier, fang. Liebe, ein magisches Wort. Lieber wäre ich mit den Mädchen beim Hochsprung, als hier Masato. In der Klasse rumzusitzen. Lies du jetzt bitte weiter. Und da kam ein Mann mit einem netten Lächeln. Ja, einfach weiterlesen. Ja, bitte. Wo waren wir? Ich habe außersehen umgeblättert. Seite 490. Seite 490. Haben wir es bald, Masato. Ich habe keine Seite 490. In meinem Buch fehlt die Seite 490. Masato, sieht das hier etwa aus wie ein Telefonbuch? Sieht dieses Buch etwa so aus, als ob es 500 Seiten hätte? Wer hat dir gesagt, dass du auf Seite 490 lesen sollst? Ja, das frage ich mich selbst. Das war mein Freund Ryuchi, dieser Mistkerl. Herr Lehrer, kann ich mich setzen oder muss ich stehen bleiben? Bleib noch ein bisschen stehen, das wird dir gut tun. Und als nächstes liest Miyuki bitte weiter. Ja. Da habe ich mich ja schön blamiert.
Lies ab der zweiten Zeile auf Seite 57. Mir haben Sie das nicht gesagt. Masato, mir reicht's jetzt. Pass beim nächsten Mal besser auf. Ja, ich werde mich bemühen. Und da kam ein Mann mit einem netten Lächeln auf mich zu. Ich sah ihn kaum. Meine Augen waren auf das smaragdgrüne Meer gerichtet. Die Sonne blendete mich und mein Herz pochte laut. Sie hat eine schöne Stimme. Auf einmal fühlte ich mich so, als hätte mich das Blau des Himmels aufgesogen. Es war ein Gefühl, welches ich nicht beschreiben kann. Miyuki, danke. Masato, lies bitte weiter. Seite 270. Die neunte Zeile auf Seite 61. Ich warte, Masato. Würdest du bitte weiterlesen? Die Stunde ist vorbei. Hören Sie nicht den Gong? Ja, die Stunde ist vorbei. Das ging sehr schnell. Masato, es tut mir sehr leid, aber ich muss dir eine schlechte Note geben. Ha, das macht mir nichts aus. Ich habe noch sehr viele gute. Das war mit dir im Unterricht. Ich war mit meinen Gedanken woanders. Du scheinst ziemlich sauer auf mich zu sein. Ja, stinksauer bin ich auf dich. Hör zu, Ryuchi, du hast es einfach nicht kapiert. Es ist wirklich meine Schwester. Ach ja? Du willst mir also sagen, dass du mit deiner Schwester ausgehen wolltest? Ich wusste es nicht, als ich sie am Strand sah. Du triffst deine Schwester am Strand und weißt nicht, wer sie ist. Sie lebte jahrelang im Ausland. Sie ist erwachsen geworden. Wir haben uns ja auch verändert. Endlich verstehe ich. Sie hatte eine plastische Operation im Ausland, habe ich recht? Nein, Ryuchi, du bist einfach ein Idiot. Das will ich überhört haben. Eins ist mir klar, du bist ein Lügner. Verdammt, ich bin kein Lügner. Sieh mir in die Augen. Haben Lügner solche Augen? Ich danke dir, Ryuchi. Ich glaube dir, aber lass uns zur Sicherheit im Familienregister der Schule nachsehen. Von mir aus. Ein Blick in Ehren kann niemand verwehren. Oh. Muraki, pass auf, es ist gefährlich. Für so eine Aussicht muss man ein gewisses Risiko eingehen. Solange du mich festhältst, kann nichts passieren. Sei vorsichtig! Ja, so sehe ich besser. Ah, ich glaube, ich habe Miyuki Kashima. Komm rein, es ist zu gefährlich, Moraki. Warte noch, ich glaube, sie zieht sich gleich aus. Oh. Hallo Masato, ich habe dich gesucht. Wie geht es deiner Schwester Miyuki? Deine Schwester Miyuki hat sich in den letzten Jahren wirklich sehr verändert. Deshalb hast du sie nicht erkannt. Das wäre mir bestimmt genauso gegangen. Ja, ganz sicher. Warum hast du denn nie über deine Schwester gesprochen? Ich bin doch dein bester Freund. Auf mich kannst du dich verlassen. Er ist mein bester Freund? Du wirst dich vielleicht wundern, aber weißt du, was mich sehr interessiert? Keine Ahnung. Zum Beispiel, was andere Menschen über uns denken oder wie sie zu uns stehen. Verstehst du?